So, hier Betrachtungen zum Serienresonanzkreis. Ziel ist hier die Aufstellung eines Differentialgleichungssystems, so dass man es an MATLAB oder Octave übergeben kann. Nicht die Lösung desselben, das kann man in Büchern nachlesen, selber machen, was auch immer. So, was brauchen wir als allererstes? Naja, erstmal schreiben wir mal hier den Strom hin und dann gucken wir uns die Maschengleichung an. Die ist natürlich UQ ist gleich UR plus UL plus UC. UR ist gleich R mal I. UL ist gleich L DI nach DT. Und UC ist gleich Q oder kleines Q durch C. So, was haben wir hier? Hier haben wir schon mal Ableitung. Und hier haben wir das Integral jeweils von i. Stellen wir uns erstmal nicht dran, schreiben wir um in eine Gleichung, bauen das also ein, dass wir hier haben uq ist gleich r mal i plus l mal di nach dt plus q durch c. Was hier misslich ist, ist, dass wir i, di nach dt und q drin haben. Ich würde erstmal alles umschreiben auf q. Und wir bekommen r mal dq nach dt plus l mal dq 2q nach dt Quadrat plus, und das bleibt so q durch c. Das ist jetzt schon mal eine DGL zweiter Ordnung. Und das Problem, das wir damit haben, ist, dass man das so in diese numerischen Lösungssysteme nicht einbauen kann. Ich führe zunächst mal noch eine Abkürzung ein, das hätte ich auch etwas eher machen können. Nämlich das d nach dt gezeigt wird durch einen Punkt oben drüber, sodass wir hier bekommen uq ist gleich r mal i Punkt plus l mal i Punkt Punkt, nee, q jeweils plus q durch c. Einfach nur, weil man es dann kürzer schreiben kann. So, die Geschichte löse ich jetzt auf nach q Punkt, Punkt, also der zweiten Ableitung. Das ist das hier. Also gleich UQ durch L minus R durch L mal Q Punkt minus 1 durch L mal C mal Q. So. Und jetzt müssen wir das Ganze umschreiben in ein Gleichungssystem. Und zwar in die Form, dass also ein Q-Dot entsteht, was man braucht für den LSODE-Solver von Octave beispielsweise. So, wir bauen uns also jetzt hier einen Vektor auf. Da schreibe ich mal davor, d nach dt, das nehme ich ganz bewusst daraus. Und der besteht aus zwei Punkten. Nun, man kann daraus, welche braucht man? Man erfährt es daraus, wenn man sich überlegt, welche Anfangsbedingungen man braucht. Wir würden nämlich hier gebrauchen eine Anfangsbedingung für Q und eine Anfangsbedingung für Q Punkt. So, und damit man die eingeben kann, schreiben wir die beiden auf. Nämlich zunächst mal einmal als den Vektor Q und Q Punkt. Das ist hinterher auch das, was man aus der Lösung rauskommt. So, was ist d nach dt von q? Nun, das ist q Punkt. Das ist relativ offensichtlich. D nach dt von q Punkt, das ist die zweite Ableitung von q und die steht hier schon. Das heißt, wir könnten jetzt hier reinschreiben uq l minus r durch l mal q Punkt minus 1 durch LC
mal Q. So, das sieht jetzt so aus, als hätte man jetzt gar nichts gewonnen. Nur, was ist das hier? Das da ist der zweite Vektor von Q, an der Stelle nämlich. Und was ist das hier? Das ist Q1. Denn ich kann diese Geschichte umbenennen. D nach dt, das lasse ich immer davor stehen als Merker. Q1, Q2, damit verschleiere ich, was ich hier eigentlich habe. Q1 ist genau der hier oben. Und Q2 ist genau der da. Aber das betrachte ich jetzt einfach nicht mehr. Ich sehe erstmal, nehme erstmal an, das wären unabhängige Terme. Naja, und jetzt könnte ich hier eintragen, der Q-Punkt. Der Q-Punkt ist aber gerade der Q2. So. Und dann schreibe ich das unten wieder ab. UQ durch L minus R durch L mal, auch das ist Q2 hier, minus 1 durch LC mal Q1. Und ich kann, das muss ich jetzt nicht, das bringt mir nicht richtig viel für Octave, aber das Ganze könnte ich sogar schreiben als Matrix und Vektor. Plus 0, 1, minus R durch, minus 1 durch L, C, minus R durch L, mal Q1, Q2. Dieses hier würde ich jetzt angeben als die X-Dot-Funktion. Und das hier würde ich angeben, naja, als das, was eben in der Funktion drin steht, das f von x. Und damit kann ich in Octave gehen. Numerischer DGL-Löser. Das Ergebnis habe ich schon mal mitgebracht. Das Ergebnis ist dieses hier. Zunächst mal mit der Spannung UC, mit der Spannung UL und hier in Rot noch dem, was über den Widerstand abfällt. Insgesamt hier war das eine Sprunganregung mit UQ springt auf 1 Volt an der Stelle und man sieht, dass man hier leichte Überschwinge hat und dann läuft das Ganze auch wirklich auf diese 1 Volt. In Octave geht es nun weiter, damit das ganze System so zu definieren, dass man das Gleichungssystem auch lösen kann. Wir brauchen die Funktion C dot, Q dot, die wir eben hergeleitet haben, aber ich definiere mal zunächst noch ein paar Werte. Wir nehmen mal ein Millihenry, C ein 10 Mikrofarad, R 1 Volt. Das Ganze mit einer Spannung von 1 Volt und das Ganze wollen wir haben bis 5 Millisekunden Länge. Halt. So, Variablen sind hier definiert. Man kann sie hier links sehen, wenn man darauf achten möchte. Wir definieren zunächst einmal die Zeit, über die das Ganze passieren soll, nämlich von 0 bis meinem eben definierten T mit, was weiß ich, 2001 Schritten. Semikolon nicht vergessen, sonst ist der Bildschirm voll. Dann definieren wir die Funktion Q dot. Das ist eine anonyme Funktion. Die ist abhängig von Q. Oder das ist die Variable Q. Dann haben wir müssen wir die Funktion eintragen, das ist zunächst einmal eigentlich oben hier nur Q2 und in der zweiten Zeile, die dann kommt, wäre das die anregende Spannung durch L, das ist nur eine Sprunganregung, die ich hier jetzt definiere, minus 1 durch L durch C mal Q von 1 minus R durch L mal Q von 2, wie gesagt, das eben hergeleitete. Gucken wir uns an, hat er akzeptiert. Dann können wir das Ganze lösen. QC gleich
lsode. Wir müssen ihm angeben, was die Ableitungsfunktion ist, nämlich das Q-Dot. Die Anfangswerte 0 und 0 geben wir ihm. Das Ganze im Bereich T, das Semikolon hier nicht vergessen. Und jetzt sucht man den Fehler. Ja, der Fehler ist in der Definition hier. Die Spaces waren zu viel. Besser. Und nochmal versuchen. So, dann hat sich hier jetzt auch QC gelöst. QC von 1 sollte die Ladung auf dem Kondensator sein. Wenn wir jetzt die Ladung in der zweiten Spalte, ja, der ersten Spalte, über die, dann kriegen wir die Spannung über den Kondensator raus. Und das ist genau das hier. So, weitere Dinge würde ich dann in einer definierten Funktion machen, die ich hier gezeigt habe, RLC. Hier ist genau die Definition, über die wir gerade gesprochen haben. Es gibt noch die Möglichkeit, hier unterschiedliche Anregungen zu definieren. Beispielsweise einfach eine Cosinus-Anregung bei, in diesem Fall genau der Resonanzfrequenz. Dann kann man ja schon überlegen, was dabei rauskommt, die aber jetzt nicht hergeleitet wurde. Und hier wurden jetzt die verschiedenen Spannungen abgeleitet und werden geplottet. Wenn ich dasselbe, ich nehme den Beispielaufruf hier mal einmal ausführe, dann ergeben sich hier solche Schwinger, Einschwingfunktionen. Das ist einmal die Spannung über dem Kondensator, die Spannung über der Spule und die Spannung über dem Widerstand an dieser Stelle, mit das Ganze betrachtet über einen längeren Zeitpunkt, zeigt dann, dass das Ganze gegen die 1 geht, an die Spannung nach einer gewissen Zeit eigentlich voll über dem Kondensator abfällt und sonst nirgendwo, was auch Sinn macht. Jetzt mit der Cosinus-Anregung sehen wir, dass sich das die Geschichte aufspielt. Ich mache es jetzt mal größer und autoskaliere. Wir sehen, dass Spannung an Spule und Kondensator genau außer Phase sind, um 180 Grad außer Phase, und nahezu die gesamte Spannung der Quelle, das ist das schwarze UQ, am Widerstand abfällt, aber man natürlich deutliche Überschwinge hat an Kondensator und